das war jetzt zu nah. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video Firma JP Performance GmbH. Es ist... Nein. Hat man gesehen? Nein, ne? Es ist neue Projektzeit. Denn wir gehen ins Jahr 1990. 10 Jahre nach meiner Geburt. Da wurde dieses Auto gebaut. Wir müssen das Thumbnail so machen, dass man es nicht weiß, weil sonst mache ich mich gerade wieder zum Affen. 1990. Das Auto, was ich gekauft habe, ist ein Rallye-Auto. Ist ein... Nein, es heißt Rallye-Auto, aber es war eigentlich ein Slalom-Auto. Und ist eigentlich ein Rennauto mit Straßenzulassung aber. Ja. Und wir haben französische Monate. Weil wir haben ja den Twingo von Renault. Und welche andere Marke gibt es? Das reimt sich sogar. Ja. Peugeot, 1990. Da denkt man sich, okay, kann man einiges machen. Und ich muss noch was sagen, dieses Auto habe ich abgekauft von einem sehr guten Freund, der nämlich keine Zeit hatte, dieses Projekt zu starten. Das Auto habe ich von Ruven gekauft, von Dr. Crazy. Flo-Maus. Ich weiß nicht, was los ist. Flo, was ist hier los? Ich habe heute erst 2 Red Bull getrunken. Was ist hier los? Bist du müde? Bisschen. Bist du müde? A few moments later. So? Flo. Mit ND-Filter, ey, da weißt du gar nicht, in welche Linse oder wo die Linse ist. Da weißt du gar nicht, wo du reingucken sollst. Doch, da. Auf jeden Fall, wir haben ein Peugeot 205 Rallye. Und bitte. Achso. Bist müde, ne? Ja. Komm, das machen wir jetzt noch. Also, das ist das wunderschöne Auto. Jetzt gibt es hierzu ein bisschen was zu erzählen. Wie man sieht. Ich hab mal so eine Frage als erstes. So. Ja. Was heißt denn, der konnte dieses Projekt nicht starten? Was muss denn da gemacht werden? Zeit. Und Dr. Ruven Mohr ist jobmäßig, die einen oder anderen wissen das, ganz gut bedient gerade. Nee, aber was hätte man denn machen müssen? Also muss das instand gesetzt werden, das Ding? So you wanna be a player. Ein französisches Auto von vornherein sowieso. Aber es ist auch geil, ja? Die Autos haben nämlich ein riesengroßes Talent. Das wirst du gleich sehen, wenn wir damit Probe fahren. Ich bin dieses Auto noch nicht Probe gefahren. Ich habe das Auto von ihnen gekauft und haben es hingestellt. Dieses Auto haben wir aber nicht alleine gekauft, aber ich verrate nicht was. Wir haben das Auto gekauft aus einem bestimmten Grund, weil wir was dazu bekommen haben, was es nicht mehr gibt, wirklich. Später dazu, in weiteren Videos. Das Auto ist so Slalomrennen gefahren. Das heißt, es ist ein... Erstmal, es gab 205er GTIs, es gab 205er mit 1,3er Motor, mit der offenen Ansaugung. Hat der leider nicht. Das ist ein 1,9er mit 104 PS Basis. Soll aber was gemacht worden sein. Wir gehen da gleich komplett durch. Und ich muss dazu sagen, das ist schon auch wirklich eine Traumerfüllung, dieses Auto, weil das wollte jeder haben. Du gehst jetzt das 6. Mal. Ja, ich weiß wirklich nicht, was los ist. Also entweder ist es das Zitterin. Ja, welche Umkehrwirkung mit Red Bull? Du hast doch gerade noch Red Bull getrunken. Ja, ich weiß, aber das wirkt bei mir so ein bisschen anders. Also, was kann ich anfangen? Also dieses Auto hat wirklich eine Straßenzulassung. Daran ist gemacht. Also der Käfig ist drin, die Schanze sind drin, ein Sportlenkrad ist drin. Käfig, also Teppich raus, alles ist raus. Wir werden das Ding wiegen und werden gucken, was das so wiegt. Ja, weil das wird, glaube ich, nicht... Warte. Das wird, glaube ich, alles andere als schwer sein, das Auto. Und es war... ist leicht. Und es ist billig gewesen. Okay? In was für einem Preissegment würde man das denn bei mobile.de finden, sowas? In dem Zustand weiß ich es nicht ganz genau. Weiß ich gerade nicht. Ist auch schon ein bisschen länger her. Es war aber diese Phase, wo wir so viel ausgekauft haben, da war der bei. Das heißt, wir haben den länger eingelagert und ich bin ihn wirklich noch nicht gefahren. Das ist wirklich crazy. Das heißt, wir beide fahren jetzt gleich zusammen das erste Mal. Ich bin ihn schon gefahren. Ja, wohin? Also nur über den Hof, weil ich ihn umstellen musste, aber gefahren bin ich ihn schon. Okay. Also wir wiegen den gleich und natürlich vom Zustand
urig. Aber das muss auch ein bisschen urig sein. Dann zurück zu den Motoren. 1,3er ist so das Geilste. Jetzt denkt man sich, 1,3er, kleiner Motor, ist doch doof. Das war aber der Motor, der am nächsten an der Homologation dran war. Das ganze Auto, der ganze Rallye war Homologation. Weil der Rallye ist ohne ABS, ohne Servolenkung, ohne Fensterheber damals schon gewesen. Das heißt, dieses Auto haben die gemacht, um mal diese ganzen Breitensport-Rallye-Autos dann anbieten zu können. Okay? Dafür war das gebaut. Ein 205er GTI wäre eigentlich so der Traum. Die gab es so bis 124, 128 PS, sowas in dem Raum. Ne? Das war damals viel. Du guckst so. Ach so, nee, nur weil du so überlegt hast. Also ich kann dir nicht weiterhelfen. Nein, aber wenn wir gleich fahren, wir werden gucken, wie das übersetzt ist. Mhm. Also 102 Untermessung brauchen wir nicht machen, weil er keine 200 fährt. Weil das Getriebe gar keine... Mit dem Gewicht, so wie der aussieht, mit 104 PS, ja, ist das trotzdem schon ein cooles Funmobil. Genau, das denke ich nämlich auch. Ich meine, die Reifen sind ein bisschen älter. Und was ich nämlich sagen wollte ist, wenn man jetzt mal so schaut, muss man hier was holen. Ich hab mich gefragt, was du holst. Entweder Zollstock oder Messschieber. Uns ist ein Zollstock. Also. So liegen wir ungefähr auf Flucht mit dem Reifen. Ja, warte. Ja. Siehst du das? Mhm. Die Vorderachse ist deutlich breiter als die Hinterachse. Das ist deswegen, und deswegen fahren die auch so spitz, wenn du da aus dem Gas rausgehst, beim Einlenken lenkt so ein Auto mit dem Arsch kräftigst ein. Ja? Das ist sehr lustig. Das heißt, Glacisé-Rundenzeit wird geil. Also ich, für 100, das wird das schnellste 100 PS Auto, was wir auf jeden Fall haben. Du musst überlegen, der Golf von Marius waren 75 PS. Ja? Und wir werden diese Zeit von Marius in den Boden stampfen, gehe ich jetzt von aus. Ja gut, aber dafür ist es ja auch gemacht, ne? So, dann? So, der Golf 4, 1,4er ist jetzt kein Motorsportauto. Nee, das stimmt. Aber da sind schon ein paar Jahre zwischen. Das Auto kam 1990, das ist 1990er Baujahr und 87 kam der in den Markt. Mhm. Und ein Golf 4 ist so 98 rum, ne? Und das ein Golf 4 hat schon echt technologisch viel drauf. Und der fuhr auch wirklich gut, muss man sagen. Ist halt auch schwerer, ne? Der ist schwerer. Also er hat ja schon das an Technik drin, was man zu der Zeit so haben kann. Ja, das stimmt. So, jetzt geht's hier weiter. Wir haben die große Aluminium-Ansaugbrücke, ich habe mal welche gesehen mit einer Plastik-Ansaugbrücke. Wir haben eine Domstrebe drin, was eingetragen ist. Ich habe eine blöde Frage jetzt. Ja. Eine oben liegende Nockenwelle. Bitte? Eine oben liegende Nockenwelle. Oder was wolltest du fragen? Nee. Hat das Auswirkungen, wenn die Domstrebe nicht gerade ist? Nee. Also ist egal, wie die geformt ist, Hauptsache steif und an beiden Punkten gleich angebunden. Eigentlich ja. Okay. Natürlich ist sie steifer, wenn sie die Kräfte linear aufnimmt. Das heißt, so ein Knick wie hier, der ist wie so eine Art Soll-Knickstelle für die Kräfte, die von rechts nach links wirken. Aber da das ja nicht hauptsächlich tragend, sondern unterstützend ist, das Auto hat ja auch eine gewisse Grundstabilität ohne diese Domstrebe, ist das absolut ausreichend, so wie das hier ist. Weil wenn ich an Karosserie denke, dann denke ich dann auch immer an Symmetrie. Das stimmt schon. Aber welches Auto ist zum Beispiel nicht symmetrisch? R8-Motor als Beispiel jetzt. Der R-Motor sitzt auch nicht in der Mitte. Okay. Als Beispiel. Also, wir haben einen Motor mit einer Nockenwelle oben. Ich bin jetzt auch müde wegen dir. Aber ich kann nichts dafür. Wir haben einen Bielstein-Fahrwerk hier drin verbaut. Wir haben eine Kurbelwellenlüftung, die ich hier sehe. Und haben halt einen Zustand, der übrig ist. Ach ja, und wir haben einen Fächerkrümmer drin. Eingetragen. Das Auto ist aus einer Zeit, wo sowas so ging. Mit Cut. Ach ja, das ist eine Cut-Variante. Das heißt, wir werden den gleich messen und werden gucken, ob diese 104 PS da sind oder ob derjenige, vielleicht sogar der Vorbesitzer Vorhufen, eine Nockenwelle eingebaut hat und all sowas. Ne? Vielleicht hat er ja wirklich deutlich mehr Power. Genau, also wir haben jetzt... Das sieht ja jetzt... Also der sieht in Original sieht er besser aus. Ich finde es gut. Ja, diese Verbreiterung zum Beispiel hier, die sind ja auch schon ziemlich urig und die Räder sind ja auch keine originalen Räder, da gab es richtig tolle Räder für. Also es ist, du wirst gleich sehen, also das Auto überzeugt mit dem Fahren. Ja, also ich finde, so wie er jetzt hier steht, finde ich das nicht schlimm. Also wird jetzt gesagt, der ist gut. So die Aufkleber und so, das ist nicht so mein Ding. Aber ist ja jetzt mehr so Geschmackssache dann. So. Lieber die Bienennester an den Gummidichter. Ja, guck mal hier. Oder so. Der stand halt ein bisschen, ne? Nee, weißt du, das ist Wabentechnik Carbon. Das ist von Lamborghini. Von der Ansaugung, Ansaugpilz. Richtig. Also, was haben wir denn hier gemacht? Ach, hier war Folie noch drüber. Okay. Das ist eine Menge Arbeit, ich weiß. Das wird gut. Fahren wir?
Ja, gerne. Okay, wir fahren. Und dann würde ich sagen, müssen wir ihn wiegen und wir müssen ihn messen. Leistung. Mhm. Weil, was wir hier auch machen wollen. Also ich bin doch vollkommen offen, ne? Ich bin wirklich offen. Bis auf die Optik außen, da habe ich schon so eine gewisse Zielrichtung. Aber sonst bin ich offen, was wir hiermit machen. Und es muss der Motor drin bleiben, auf jeden Fall. Aber ich fände geil eine offene Ansaugung. So richtig Hardcore-mäßig unterwegs sein hier. Aber ist der dann noch straßenzugelassen? Oder kann der so, wie er jetzt ist, straßenzugelassen? Ja, jetzt ist er straßenzugelassen gerade. Ja, ich glaube, ich würde den straßenzugelassen lassen. Weil, das wäre geil, das wäre echt geil. Wenn er alles so umbaust, dass du nicht mehr fahren kannst. Du hast recht. Nee, wir machen das so, dass er straßenzugelassen bleibt. Weil das Geile ist, es ist ja alles eingetragen schon. Ja, siehst du, dann hast du die Vorarbeit ja schon geleistet. Guck mal, auch vom Preis her, Leute. Guck mal, das ist keine Folie. Der hat Carbon-Sparkositze. Zwei. Rechts und links. Weil die kosten schon Geld. Ah, noch was haben wir auch eingetragen. Weil das darf man im öffentlichen Verkehr eigentlich nicht. Und deswegen ist da so eine Schutzkappe drüber. So. Ich habe es selbst noch nicht gesehen. Kommt gleich mal ein. Ja, hier. Dahinter, siehst du das? Da ist ein Drehhebel da hinten. Mhm. Siehst du den da hinten? Ganz hinten versteckt? Ja, also. Da? Ja, genau. Ja. Und da kann man die Bremsbalance verstellen. Was im Nassen ohne ABS richtig klug ist. Das ist eigentlich das Klügste, was man machen kann. Das heißt, wir können die Bremsverteilung von Vorder- auf Hinterachse schieben. Oder von Hinterachse auf Vorderachse. Und können damit das Auto sehr, sehr krass aggressiv im Einlenken machen. Das heißt, man kann hiermit quasi querfahren. Aber man kann den Drift halt nicht halten, weil du keine antreibende Kraft auf der Hinterachse hast. Aber du kannst das Auto auf der Bremse anstellen, indem du entlastest, du kannst hinten mehr Bremsleistung draufgeben. Also man kann hiermit ganz... Also ist das eine Funktion, die man für so Slalomrennen braucht? Volles Rohr. Also haben die das alle? Ja. Also ein ganz modernes Auto geht auch so gut, aber das brauchst du schon. Weil was wir hier haben, ist eigentlich ein Haufen Blech mit Bremsleitungen, der zu Bremsen hingeht und dann drückst du hier drauf. Der ist nicht zwischen, ne? Mhm. Also es ist einfach Autofahren. Und so klingt das Ganze. Für so ein kleines Mofa ist das ganz cool. 1,9er. Das ist ja viel. Fast 2 Liter Motor, oder? Und Motorlager sind hart. Mach uns nicht unglücklich, bitte. Nein. Komm, wir fahren. Wir wiegen noch eben, weil die roten Nummern gerade auf Tour sind. Wenn Manni leicht ist, du wiegst ungefähr 85 Kilo? Ja. Also das Auto wiegt jetzt so, mach mal Tür zu. Auto wiegt 866 Kilogramm. Ui, ich glaube, das geht ab. Ne? 866 Kilo finde ich ganz geil. Und das ist wirklich komplett fahrbereit. Mit einer Kamera sogar drin. Das ist echt nicht schlecht. Na, gucken wir mal. Wie viel haben wir? Ah, müssen wir morgen messen. Aber ich glaube, also 104 PS soll der haben, Serie. Aber der Vorbesitzer, auch wie der Wagen aussieht, denke ich, hat was gemacht. Also wir haben Fächerkummer drin, der hat vielleicht die Nockenwelle sogar drin und der hat vielleicht sogar auch softwaremäßig was gemacht. Vielleicht. Wäre nicht schlecht, wenn das alles drin ist. Das genau, alles. Weil dann, also bei 1,9 Liter ist man in der Lage, auf jeden Fall deutlich über das zu kommen. Technisch würde ich sagen, bei 1,9 Liter kann man auch gute 150 PS schaffen, 140 PS. 104 hat der Serie? Mhm. Fächerkrümmer, Nockenwelle, Auspuffanlage, ja, sind so 20. Ja, 12 bis 5. Mit Software? Software. Sauber ist halt nicht. Nee, weiß ich, aber ich hätte gesagt, ein Fächerkrümmer, der Auspuff bis hinten, Fächerkrümmer, Nockenwelle und eine Software, würde ich sagen, zusammen kann er schon 20 schaffen. Wir gucken mal. Dann herausfinden. So, jetzt brauchen wir eine rote Nummer. Ja, dann müssen wir hier erst hier so. Okay! Also. Klingt auf jeden Fall von innen schon wie so ein Sportwagen. Genau, weil hier ist alles hart. Wir haben keine Servolenkung, wir haben kein ABS, wir haben gar nichts. Ich weiß auch nicht, wie die Bremsverteilung gerade steht. Oh, Bremse. Ich
weiß nicht, was das bei mir ist mit diesen kleinen Autos. Ne? Wenn ich in einem kleinen Auto sitze, kriege ich immer Bock. Immer. Motorlager sind aber auf jeden Fall Massagefunktionen dabei. Das sind nicht nur die Motorlager. Doch. Also ich finde, das Fahrwerk ist auch Massage. Ja. Der Drehzahlmesser ist auch manchmal nicht am Start. Aber pass auf. Oh, hey, ja. Mal einmal hinten um die Kurve gucken, wie er das so findet. Ich kann mir richtig vorstellen, wie man da bei Max zu Hause so um die südliche Weinstraße durch die Weinstraßen voll durch diese Weinberge fährt. Und das Krasse ist, das fühlt sich ja jetzt, man muss mal, wie man sich gewöhnt an diese modernen Autos, das fühlt sich ja an wie nichts. Wenn du so ein Auto hattest früher, warst du gut. Dann warst du schnell. Ja, okay, das. Sie weg? So, ich gehe jetzt aus dem Gas in der Kurve, ne? Die Pedale sind so nah am Lenker, ich habe gerade gebremst und Gas gleichzeitig gegeben. So, jetzt bremst du. Der gibt Gas dabei. Machen das die Profis nicht so? Ja, also für Hacke Spitze ist geil hier. Auf jeden Fall. Boah, aber die Motorlager sind echt. Echt wild. Hör mal. So, jetzt pass mal auf. Ich finde das super geil. Ich auch, aber das Krasse ist, ich habe jetzt Vollgas gegeben und wir haben den laufenden Verkehr nicht reingeholt. Das ist also... verbreitet, dass es da was für gibt. So. Ja, das dann. Auto mit der Motorisierung auch. Mhm. Okay, ja dann. Ich sehe die Handbremse hier. Ah, das habe ich mir gedacht. Dass die gut packt. Ja, mit dem Ding kannst du bestimmt auch so eine Rockford-Wende machen. Hä? Ja. Zum Beispiel da hinten ist jetzt so ein Wendehammer auf dem Privatgrundstück. Das ist kein öffentlicher Straßenverkehr. Und dann bei so kleinen Autos, französische Autos, mit so einem ganz kleinen Radstand, ne? Da braucht man gar nicht viel Geschwindigkeit, man fährt so, ne? Und man denkt sich, ah, ich muss die andere Richtung.
Ist das unser neues Liebesspielzeug, was wir jetzt schon lieben bis übers Dach, das weiß ich. Und wir werden sehr, sehr viel passieren. Über Design, Farbe, Räder, Fahrwerk, vielleicht Body, alles. Aber wenn wir all das machen, braucht ihr auch eine ganz gehörige Schippeleistung. Sonst wird es ganz peinlich hier. Straßenzulassung hat das. So, ich würde sagen, wir gehen mal auf den Prüfstand und fühlen den süßen Peugeot 205 Rallye 1.9er auf den Zahn, wie viel Leistung er hat. Und wir haben auch... Eigentlich haben wir keinen wirklichen Drehzahlmesser, der funktioniert. Wir haben so eine rote Lampe, die angeht, die uns sagt, könnte schalten. Und die werden wir auch gleich nutzen. Bis gleich. Also, wir sind auf dem Prüfstand mit unserem Wunder. Erstmal ist ein neuer Tag. Wir haben früh morgens, meine Stimme ist noch zu Hause. Am Prüfstand, irgendwas muss am Prüfstand sein, weil Manni die ganze Zeit den neuen Alp aufspannt. Manni ist nicht zufrieden. Ist der Radstand vielleicht zu schmal oder so? Okay. Manni, was los? Will er nicht oder was? Will er nicht? Doch. Weil ich habe gerade einmal schon Rollen hören, jetzt sehe ich, dass du neu aufspannst. Jetzt ist er geschlafen, Flo. Wunderbar. Wenig, aber. Hä? Wenig, aber Qualität war gut. Ich mach Squats. Davon kriegt man solche Arme. Das war gut. Wie hast du geschlafen, Manni? Schlecht. Why? Keine Ahnung. War einfach so. Nur was wir aussehen, klassischer Luftmengenmesser. Kein Luftmassenmesser, sondern klassischer Luftmengenmesser. Das ist alles wirklich richtig coole Oldschool-Technik. Was ist da der Unterschied? Mit so einer Klappe, ne? Oder Manni? Also Luftmassenmesser über so einen erwärmten Draht misst er das. Und der Luftmengenmesser. Der hat so eine Klappe, ne, wo der durchströmt, oder? Genau. Die Klappe wird durch die durchströmende Luft geöffnet und dadurch wird der die Menge erkannt. Ja, also je nach Öffnungswinkel dann hat der... Ja, was natürlich auch richtig genau ist. Aber man muss auch überlegen, an so einem Motor ist nichts genau, wenn man wirklich ehrlich ist. So. Das ist eine oben liegende Nockenwelle, da ist keine Verstellung drauf. Das heißt gleich, du hast ja schon viele Prüfstandsläufe gehört. Mhm. Der Motor klettert, auch in dem Diagramm gleich, der klettert hoch in der Drehzahl und im Hochklettern entwickelt der Leistung. Dann haben die Menschen einfach so viel entwickelt, dass sie sagen, ey, wir können die Nockenwelle ja vom Füllgrad, wenn wir die verschieben, dann haben wir einen höheren Strom bei weniger Luftmenge, eine höhere Strömungsgeschwindigkeit und haben einen besseren Füllungsgrad bei unteren Drehzahlen. Und wenn der dann oben rum ankommt bei der höheren Drehzahl, schieben die Nockenwelle wieder zurück und haben dann eine hohe Füllung bei hoher Menge. Hast du verstanden? Ja, ja. Das bei der einen Nockenwelle, die sich nicht verschieben kann, ne, macht das Ventil im Leerlauf. Bop, 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 ohne Veränderung. Immer zum selben Zeitpunkt, denselben Weg. Mhm. Okay? Und mit einer variablen Nockenwellenverstellung kannst du dann zum Beispiel, du könntest. Bop, 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 bop. Du könntest auch. Variokam. Also, du kannst das Ventil variabel öffnen lassen. Jetzt kommt ja die nächste Stufe, was Königsegg gemacht hat. Die haben ja keine Elektrostellmotoren und können das Ventil sogar zustehen lassen. Die haben gar keine Nockenwelle mehr. Also ohne Nockenwelle. Das ist Champions League. Ach ja, und Königsegg, ruhig Blut. Wir sind am Reden schon lange. Wir müssen nur einen richtigen Termin finden. Es gab sogar schon einen Termin. Es gab einen Termin, den muss aber verschieben wegen irgendwas. Auf jeden Fall. Benzindruckregler wird gespeist von dieser richtig echten Ansaugbrücke, voll Aluminium. Dann haben wir hier unsere Einspritzdüsis. Kopfschrauben sind auch amtlich, ne? Die kannst du direkt hier loswemsen, dann musst du gleich den Deckel abnehmen. Dann ist das so, dass die Motorlager echt krass hart sind. Aber das Ding ist, was mich wundert, ist, das ist ein Gummimotorlager. Ich verstehe nicht, wie er das macht. Entweder ist der untere, diese Drehmomentstütze ist fest, oder eine Seite ist nur fest. Ich weiß nicht, wie die das machen. Aber wenn du da drin gleich sitzt, Manni, du bist ja rübergefahren. Rappel. Das ist auf jeden Fall eine Massage inklusive im Po-Bereich. So, was ist das denn für eine Leitung eigentlich? Ah, ist die Kurbellüftung von da. Halt. Wie mag der so einen Prüfstandslauf? Oder ist nicht wirklich, weil wir jetzt die Drehzahl bestimmen müssen, oder willst du abgreifen? Weil der Drehzahlmesser ist sehr kreativ.
Wir können gucken, ob wir einen Drehzahl finden, treffen. Und plus, wir haben keinen wirklichen Drehzahlbegrenzer, sondern ein rotes Lämpchen. Und dann gehe ich hier mal so ein bisschen noch nach dem roten Lämpchen weiter und dann ist Ende. Und dann können wir uns ja angucken, ob er noch Leistung entwickeln würde. Und dann können wir nochmal höher drehen. Sau im Auto. Nein, ist gut. Alles. Ja, Mann, Alter. Also er hat doch einen Drehzahlbegrenzer, aber das war jetzt nicht geil. Also obenrum war das war echt nicht cool. Von außen auch nicht, ne? Er hat sich gequält, das hast du gehört. Ja, Mann, Alter. Wir haben auch gleich knallen. Wir haben 90 PS. Ja. 90,76 PS. Und 122 Newtonmeter. Ja. Was eigenartig ist, im Lauf hast du das Gefühl, dass er hier irgendwo zusammenbrach, ne? Ja. Aber sehen tust du es nicht. Ich würde gerne mal einmal was probieren, ich drehe den nicht ganz aus. Aber vielleicht haben wir dann die Drehzahl falsch eingestellt, weil, guck mal, jetzt haben wir ja 1500 in der Lauf. Wir stellen nochmal neu ein, das machen wir nochmal. Relativ starke Differenzen zwischen Drehzahlmesser Anzeige. Also wir müssen bei dem Prüfstand müssen wir ihm eine Drehzahl vorgeben und ihm sagen, hey, der Motor macht jetzt 3000. Mhm. Dann sagen wir den Prüfstand, das sind 3000. Das Eigenartige, was mir da aufgefallen ist, wenn wir rausbeschleunigen, ist bei 4000 Drehzahlmesser er aber bei 3500. Das heißt, das spreizt sich irgendwie auf. Und jetzt werden wir die Zündung rangehen und werden über das Zündkabel versuchen abzugreifen, okay. Das Drehzahlsignal. Zurück vom Termin. Haben wir ein schönes Signal? Oh, das sieht doch sehr gut aus. Sollte so funktionieren. Dann messen wir nochmal. Wir haben 87,9 PS. Ja, aber jetzt passt es auch, was ich ja bemängelt hatte. Weil mir ist aufgefallen, weil wir vorhin ja 6,5 waren. Das war irgendwie komisch. Jetzt haben wir hier die Messung, also das passt hier hinten mit 6000 Drehungen ungefähr. Wir haben 87,9 PS und 127,63 Newtonmeter. Mhm. Boah. Ja, müssen wir ran. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hier müssen wir allgemein ran. Hier muss alles gemacht werden. Aber jetzt, das erklärt auch die Beschleunigung. Halt, ne? Ja, ne? Aber trotzdem fahren wir als nächstes erstmal auf der See, weil ich glaube, guck mal, mit 87 PS sind wir wirklich nicht weit weg von dem Golf 4. Ja, und der wiegt die Hälfte, ne? Also fast die Hälfte. Und ich glaube, die Rundenzeit wird wirklich, wirklich stark. Würde ich mir wünschen. Ich mag das Auto. Ist, weil es schön ist. Das ist halt so ein. Ist halt diese französischen Autofilme. Ja. Das ist so. Ja, genau. Man ist so ein kleiner Bankräuber. Ja. Bis morgen. Tschüss. Ciao.